Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge. Zusammen mit dem Les-Profi. Moin! Und ja, wahrscheinlich hört ihr das jetzt schon. Ich habe ein bisschen mein Setup aufgerüstet und meine Soundqualität verbessert. Und ja, Herr Les-Profi, was sagen Sie dazu? Top! Danke, danke. Und jo, jetzt kann ich nämlich eher hören, wenn du eskalierst. Und vielen lieben Dank für eure ganzen Likes, was ihr immer da gelassen habt, und ein paar nette Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich habe ich auch selber beim Herrn Kollegen spioniert. Und jo. Und was haben Sie so gemacht in der letzten Zeit, Herr Kollege? Erstmal guten Abend, Raphael. Kleine Geschmiede, wie ich dich kaputt mache, und ja, ansonsten nicht so viel. Auf jeden Fall kurze Sache, Leute. Das Schweinefutter, die Schweinefutter-Textur ist weg, aber dafür ist es einfach eine Heupellet-Textur dahin gekommen. Ah ja. Mein Silo. Hat also mal kurze Farbe gewechselt. Oh Mann. Hä, was ist mit meiner Schaufel passiert? Und nur mal so, Leute, wir haben neue Mods drauf, wie zum Beispiel das Schrotbergungs-Add-on, genau. Und ich habe tatsächlich mir mal ein paar Hallen hier. Alter, 50.000 für eine Halle, Junge! Ich habe mir tatsächlich mal hier Ballenlager organisiert. Aber ich will jetzt erstmal Ballen nochmal einfahren, weil der Lohnnehmer ist aktuell. Herr Kollege? Ja. Hä? Was ist denn los? Warten Sie mal kurz, irgendwas spackt da wohl schon wieder. Was ist denn los, Minion? Die Schaufel hat ein bisschen Probleme oder so. Ah. Hä, warum geht das unten beim. Ah, egal. Mach ich's halt so. Jo, was haben Sie so in der letzten Woche gemacht, oder bevor wir Aufnahmesession gehabt haben? Ja, war ja jetzt bei uns jetzt nicht so, dass. Wobei doch, das Wetter war schon ganz cool. War ja jetzt auch diese Woche ziemlich kurze Woche eigentlich. Weil waren ja gut. Gute Feiertage dazwischen. Jo, zum Beispiel der Vatertag und heute halt der Brückentag. Genau. Ja, deswegen, aber ansonsten eigentlich eine schöne Woche hier. Jo, und letzte Woche habe ich ja gesagt, es ist halt so anstrengend mit dem Reden, gell? Ja, ich habe mir gleich mal ein Liter Wasser mitgebracht, Alter. ganzes 1000 Liter, was da neben dem Schreibtisch stellen, ey. Na, aber das ist halt schon anstrengend, ein ganzes Video durchzureden und dann. Oder was meinen Sie dazu? Ja, vor allem, wenn man. Ein gutes Thema hat. Ich hab. Du hast immer so gute Themen. Hau mal eins raus. Können wir ein bisschen reden drüber. Hab ich ein gutes Thema. Wie stimmt, wie stehst du denn eigentlich zu dem Thema Interviews? Eigentlich kommt drauf an, zu welchem Thema. Ja, einfach jetzt so ein. Ja, ist das. Ein Q&A oder was? Hä? Ja, Sing. Einfach so ein Q&A über YouTuber. Wie stehst du da dazu? Ja, können wir gern machen. Hab ich kein Problem damit. Ja, einfach mal insgesamt so das Ding. Einfach mal insgesamt so die Meinung dazu. Ja, ist ja schon spannend, auch über andere YouTuber zu wissen, wie sie angefangen haben. Wie sie das gerade machen und ja, was sie für einen Content produzieren, wie viel Arbeit sie reinstecken, das ist halt schon interessant. Ja, ist halt insgesamt so. Weil du siehst halt die Arbeit nicht, du siehst zwar das Video, aber du weißt nicht, wie viel Stunden er da dabei gesessen ist. Das ist halt das Ding, man sieht halt so gut wie fast keine Arbeit, sieht auch gar nicht, außer dass man dazu gekommen ist, weil ja. Jeder YouTuber ist einfach dazu gekommen, mit dem er sagt, der möchte das aus Bock machen. Es gibt ja vielleicht wegen finanziellen. Das werde ich nie machen, weil dann. Na. Nee, das stimmt auch wieder, aber es gibt sicherlich Leute, oder halt einfach, weil der Freund sowas angefangen hat, weil er gerne auch sowas machen möchte oder so.
Ich weiß ja, warum meine Nase juckt die ganze Zeit. Ja. Jo, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das war halt eigentlich auch mal ein gutes Thema. Jo, der Herr Kollege hört mich gerade wahrscheinlich. Ah, der tut gerade Seiten ausrichten. Ah, der ist schon voll. Und jo, warten wir mal, bis der Kollege wieder da ist. Jo, der Herr Kollege. Kollege? Sorry. Ja. Ja, ich hab schon angeschnitten, wie eigentlich war es interessant, wie ich angefangen hab mit YouTube oder wie ich draufgekommen bin. Und ja, fang du mal an. Wie bist du da draufgekommen? Stimmt eigentlich, wie bist du da draufgekommen hier? Also, ich hab schon lang ein paar YouTuber verfolgt und hab mir so gedacht, hä, cool, das wär ja daheim, Leute. Einmal so ein Video aufzunehmen, wie das funktioniert, was du für eine Programme brauchst, schafft das überhaupt mein PC? Und ja, dann bin ich halt auf den LS gestoßen, aber den LS habe ich vorher schon gekannt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, nimm halt einmal ein erstes Let's Play vom LS17 auf, war das damals auf der Nordfrischen Marsch. Und ja, dann hat das halt eben angefangen, dann habe ich halt ein paar Videos produziert, dann hat es mir halt immer mehr Spaß gemacht. Und ja. Und ja, jetzt stehen wir da im LS19 Challenge Projekt. Und so, jetzt bist du mal dran. Wir können ja mal so ein kleines Beispiel als Interview machen. Wir fangen jetzt mal bei dir an. Nimm mal ein paar Eckdaten von dir. Einfach mal insgesamt einfach mal rausgehauen. Ja, ich bin der Christoph, bin bald 18. Und ja, ich liebe es eben, Computerspiele zu spielen. Hauptsache Simulationen. Und ja, ich liebe es, andere Leute zu unterhalten. Mich freut es auch, wenn ich gerne Kommentare lesen kann. Und ja, das war es eigentlich so hauptsächlich. Hey Chrissy, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin der LS-Profi, ich bin jetzt der Moderator hier. Oder ehrlich gesagt, der Typ, der Fragen stellt. Ja, hey Chrissy, wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen oder eher gesagt auf den Namen gekommen, Chrissy Gaming? Ja, wie ich auf den Namen gekommen bin, das kann ich eigentlich leicht erklären. Ja, ich bin eben der Christoph und wir haben immer manche schon in der Schule genannt, Chrissy. Und ja, dann habe ich eben Chrissy und Gaming verbunden und dann ist daraus Chrissy Gaming entstanden. Und wie Hashtag.de entstanden ist, das kann ich auch noch erklären. Das ist ganz leicht, eben dadurch, weil ich Deutsch rede, deswegen Hashtag.de. Hashtag.de. Ja, eigentlich eine sehr interessante Sache, weil, ja, jetzt ist es so, wie fühlt es sich denn an, morgens aufzustehen und einfach mal zu sagen oder so, ich bin auf YouTube aktiv wie spielt sich das aufs Äußere aus? Also er ist dann in das Privatleben hängt, ist das da schon ein Großteil oder eher noch nicht so mittelmäßig, würde ich sagen, weil ich eigentlich ja, weil am Wochenende ist eigentlich so wie heute Freitag aufgenommen, dann Samstag schneiden und am Samstag auch gleich das Sonntagsvideo hochladen und noch ein paar andere Sachen erledigen für YouTube. Und ja, unter der Woche bin ich eigentlich mit so Unterkategorien beschäftigt, zum Beispiel, wie kann ich das Thumbnail besser gestalten? Wie kann ich die Suchmaschinenoptimierung machen? Was kann ich noch besser machen? Dann am Mittwoch mache ich meistens, lese ich eben die Kommentare, was sich die Zuschauer wünschen. Und ja, so geht's eigentlich unter der Woche. Wirst du schon öfters im Privatleben oder halt im Äußerlichen halt einfach im Privatleben schon angesprochen oder hält sich das an Grenzen? Zweimal bin ich schon auf der Straße angesprochen worden und in der Klasse, eigentlich da wo ich bin gerade, da reden sie die ganze Zeit über mich. Und die Lehrer wissen auch, die reden mit den anderen und ja. Wie ist so die Vorstellung, wenn dann einfach der Lehrer schon zum Beispiel, wenn man als Thema so hat, im Internet rumsurfen und dann das Thema YouTube kommt. Wie ist es dann für dich zum Schulischen oder wenn er zum Beispiel als Beispiel du so vorkommen würdest?
Was wäre das für ein Gefühl für dich? Wenn es positiv ist, dann interessiert es mich. Wenn es negative Dinge sind, dann bin ich eher so, dann Bruder muss ich los. Dann höre ich eigentlich gar nicht zu. Nee, aber Ja, kein Stress. Wie findest du es insgesamt? Findest du es cool, wenn man, wenn du öfters mal hörst, ach, guck mal, das ist der Chrissy Gaming von YouTube oder so weiter, oder stört es dich im gewissen Fall? Na, das freut mich eigentlich, damit ich sowas höre, damit sind die Leute gefolgt, was ich mache auf YouTube, und ja, das freut mich eigentlich. Hast du eigentlich, was ich natürlich nicht hoffe, hast du eigentlich einen richtig harten Hater oder hast du noch nicht sowas? Ah, ein paar habe ich schon, ja. Aber die sind bei mir irgendwo ganz unten da am Boden. Auch Leute in der Schule oder eher? Ja, zwei davon. Vielleicht zwei. Ja, das ist halt meistens so, dass sie. Weißt du, warum das eigentlich so ist? Weil sie es so weit selber nicht geschafft haben, deswegen sind sie es neidig. Vor allem, das ist halt das Ding, wenn die Leute halt selber nicht wissen, was das für eine Arbeit dahinter ist. Und ganz ehrlich, ich finde es so, wenn man schon. Wenn man schon sowas macht, sollte man selber erstmal gucken, bevor man so eine Äußerung macht mit du bist kacke oder so, sollte man einfach mal gucken, was einem stört, Verbesserungstipps eher geben oder halt, wenn man die Kanäle mag, einfach ihn gar nicht angucken oder gar nicht beachten. Das sehe ich halt so. Da könnt ihr natürlich mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja. Oder im Chat. So, ja, da hast du recht. Und jetzt werde ich dich einmal interviewen. Aber das wird sich in der Folge nicht mehr ausgehen. Deswegen lassen wir mal die Folge zu Ende gehen. Und in der nächsten Folge dann bist du dann dabei. Dann überbrücke ich noch die Zeit. Und dann interview die in der nächsten Folge. So. Ich überbrücke die Zeit. Und jo, dabei können wir ja so noch ein kleines Thema anschneiden. Was hat denn der Herr Kollege so noch im Angebot? Ich habe nichts mehr im Angebot. Nö. Oder was meinst du? Was du für Gesprächsthema hast, das meine ich. Ach so. Da ist halt die Sache. Gibt's? Ich überlege gerade. Wie? Eine Frage habe ich jetzt eigentlich noch. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man so auf YouTube geht und einfach schon sieht, dass halt einfach mittlerweile schon eine dreistellige Zahl von einem YouTube-Kanal ist, wo man einfach denkt, wir gucken halt, wie ich Leute im dreistelligen Bereich halt einfach meine Sachen an, wie ich halt einfach Games zocke. Wie ist das so bei dir? Am Anfang war es schon sehr lustig, habe ich mir so gedacht, das kann nicht sein und so. Und ja, und jetzt dann eigentlich, bis jetzt dann freut es mich eigentlich, damit die Arbeit auch Leute anschauen, was du da reinsteckst, weil du bist ja auch schon dabei, jetzt zum Beispiel, jetzt nehme ich gerade auf, was braucht man, eineinhalb Stunden, um aufzunehmen? Oder so irgendwas? Ja, und ungefähr halb Stunde. Ja, und dann noch ein bisschen schneiden und dann hochladen, das dauert ja, sagen wir mal, 3 Stunden für ein Video oder so. Ja. Und ja, das gefreut mich eigentlich, damit das die Leute anschauen, und da gehen noch einmal liebe Grüße an die ganze Community aus, und jo, das freut mich, danke, damit ihr mich unterstützt, und jo, aber da wird doch in näherer Zukunft dann bald einmal eine kleine Überraschung kommen, aber da lasse ich noch ein bisschen so die Gedanken spielen, was ich da vorhab, und jo, könnt ihr mal schon eure Ideen in die Kommentare schreiben, und jo, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Schaut zum lieben LS-Profi vorbei, Link dazu natürlich in der Infobox. Könnt gerne einmal ein Like und ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jo, dann würde ich sagen, schauen wir zur nächsten Folge vorbei. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.